Liebe Frau Ordnung, ich habe da in einem Interview neulich vor Ostern von der Frau Kondo Aufräumtipps für Eltern gelesen. Das waren vier Tipps und ganz ehrlich, ich frage mich doch, was halten Sie als europäischer Ordnungscoach eigentlich von diesen japanischen Aufräumtipps für Eltern von Marie Kondo? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela Ludwig, alias Frau Ordnung. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Ordnung und Organisation. Und sofern Sie nichts verpassen wollen, freue ich mich immer über ein Abonnement. Schreiben Sie Ihre Wünsche und Fragen in die Kommentare. Und denken Sie daran, seit neuestem gibt es auch Mitgliedschaften. Das finden Sie einfach direkt unter dem Video, unter dem Button Mitgliedschaften. Und da erhalten Sie unter anderem so Boni wie Extra-Videos, die ich ausschließlich für Kanalmitglieder freigeschalten habe. Oder Sie dürfen an Umfragen teilnehmen, die auch nur Kanalmitglieder erreichen. Und natürlich, Ihre Kommentare werden bevorzugt beantwortet. Also wenn Ihnen etwas ganz wichtig ist, ich freue mich sehr über Ihre Unterstützung, finden Sie alles unter dem Button. Heute aber jetzt zum aktuellen Video. Und zwar, ja, mir wurde ein Zeitungsartikel geschickt von unserer Lieblingsordnungskollegin Marie Kondo mit den Worten: Ja, Angela, du bist ja auch Mutter, vielleicht hilft dir das ja noch mal weiter. Denn der Zeitungsartikel hatte das Thema Marie Kondos Aufräumtipps für Eltern. Und dann saß ich natürlich da, ja, ich mit meinen zwei vorpubertierenden Kids hier und dachte so: Oh cool, oh cool, vielleicht gibt es ja noch mal ein paar Tipps. Ich wurde leider, vielleicht ist das berufsblind oder was, sehr enttäuscht. Und möchte deshalb etwas zu diesen vier Tipps sagen und vor allem, warum ich so enttäuscht bin. Und also entweder das fängt das Sommerloch jetzt schon an und der Artikel ist uralt und die wussten einfach nicht, was sie schreiben sollen, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Kondo das wirklich als die Mutter aller Weisheiten diese Tipps rausgehauen hat. Oder keine Ahnung, hat zu viel Frauenzeitschriften gelesen. Ich kann mir das beim Besten nicht voll nicht vorstellen. Aber ich möchte Ihnen einfach dazu mitgeben, die vier Tipps, die genannt wurden und was ich dazu sage. Denn Tipp Nummer 1 laut diesem Artikel ist: Erklären Sie, was Sie da tun. Also ich motiviere meine Kinder zum Aufräumen, wenn ich erkläre, was ich da tue. Damit die Kinder von mir lernen können. Also wenn ich meinen Kindern erkläre, ja, ich räume hier jetzt auf und ich putze jetzt, dann ist es meinen Kindern, dann sagen die: Schön, Mama, und wir gehen spielen. Wichtiger ist, und ich denke mal, so ist dieser Tipp auch eher gemeint, erklären Sie ruhig, warum Sie das tun. Also ich könnte jetzt nach dem Essen natürlich den Tisch einfach so lassen. Ich könnte das Geschirr auch einfach neben den Geschirrspüler stellen. Aber auch da, ja, ich erkläre meinen Kindern dann: Kinder, wir räumen das gleich in den Geschirrspüler, dann muss ich es nachher nicht machen. Oder dann trocknet das Geschirr nicht an, dann wird es nicht so alt und dann wird es viel schneller sauber. Oder ich wasche die Wäsche heute, weil in 3 Tagen ist keine Zeit mehr dafür und dann komme ich in die Hetze. Und dann verstehen die Kinder tatsächlich auch: Ah, wenn ich also abends einen sauberen Teller haben will, dann sollte ich den morgens abwaschen. Zum Beispiel. Aber Tipp Nummer 1: Erklären Sie, was Sie tun, damit die lernen. Ganz ehrlich, Kinder lernen hier. Die gucken, die schauen. Was macht die Mama da? Was machen die Eltern da? Erklärungen wollen die eigentlich gar nicht haben. Vor allem, das ist auch aus meinem anderen Video hier: Wie motivieren Sie Ihre Familie? Leben Sie das vor. Und wenn Sie sagen: Ich mache das jetzt, damit ich entspannt meine Base chillen kann, dann sollten sie auch so entspannt rumlaufen. Und dann lernen die Kinder nämlich von ihnen: Okay, ich mache das jetzt, damit ich später mal so entspannt wie die Mama bin. Das kann ich erklären. Tipp Nummer 2 allerdings: Spielen und Aufräumen gehören zusammen. Sie sollen ihren Kindern bitte erklären, wenn sie was gespielt haben, dann räumen sie das hinterher auch auf, weil das eine gehört zum anderen. Ja, also da dachte ich dann so: Okay, also das kann man jetzt vielleicht Kindern beibringen müssen, die hier jetzt nicht in einem Kindergarten waren, aber in jedem Kindergarten lernen sie: Wenn ich was gespielt habe, dann räume ich es hinterher weg. Der Witz ist, mir ist ein Erwachsenen-Pendant eingefallen und da verstehen das viele Erwachsenen gar nicht. Und vielleicht sollten Sie sich deshalb überlegen, dass Sie das Ihren Kindern auch mal beibringen. Und zwar, das ist beim Kochen und beim Backen. Wenn ich koche und backe,
Also während das Nudelwasser kocht und die Nudeln da 10 Minuten kochen und ich meinetwegen das Gemüse parallel in der Pfanne anbrate, was da auch so seine 7 bis 10 Minuten brät, in der Zeit wasche ich tatsächlich das Brett, das Schneidemesser, die Utensilien, die ich möglicherweise zum Kochen gebraucht habe, das wasche ich in der Zeit ab, weil Kochen und das Kochzeugs aufräumen und abwaschen gehört für mich zusammen. Ich muss damit aber nicht warten, bis ich fertig bin mit Essen. Das heißt, wenn ich den Tisch decke und das Essen hinrichte, dann sind maximal noch die Sachen dreckig, die ich jetzt gerade hier, die Schüsseln oder die Teller, die gerade auf dem Tisch stehen. Das geht sogar so weit, dass ich sage, wenn ich die Nudeln ins Abtropfsieb gekippt habe, dann kann ich den Topf auch gleich in Geschirrspüler räumen oder ganz schnell von Hand abwaschen. Dann steht der im Schrank und wenn Sie dann die Küche verlassen, um essen zu gehen oder sich an den Tisch zu setzen, dann ist die Küche schon fast aufgeräumt. Beim Backen ganz besonders. Nicht erst die Form irgendwann abends so eingetrocknete Teigreste oder so. Das können Sie gleich, wenn Sie mit Backen schon halb fertig sind, die Kekse im Ofen, der Kuchen im Ofen, dann wird sofort das Zeug weggeräumt. Und das ist genau wie bei den Kindern. Spielen und Aufräumen gehört zusammen. Auch da wieder leben Sie das doch einfach vor. Aber dann dachte ich, so was für ein super Tipp hier, nur für Kinder. Naja, also das gilt auch für Erwachsene. Bei Tipp Nummer 3 wurde ich jetzt dann aber wirklich hellhörig. Da dachte ich, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Tipp Nummer 3, suchen Sie einen festen Platz für das aufgeräumte Spielzeug. Also ich saß wirklich da und dachte zuerst, ja, wo soll es denn sonst hin? Was heißt denn bitte Spielzeug aufräumen? Natürlich muss ich den Kindern sagen, jedes Ding hat seinen Platz. Wo wohnen denn die Barbie-Puppen? Wo gehört denn das Lego hin? Wo gehören denn die Kinderbücher hin? Und Kinder sind da auch da wieder. Kindergarten, Kindertagesstätte, die sind da sehr, 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 sehr gut. Am besten labeln sie das mit so kleinen Bildchen und dann wissen die ganz genau, die Puppenanziehsachen, die kommen in diese Box, die Legosteine, die kommen in die Schächtelchen und so weiter und so fort. Also natürlich gilt auch da wieder, jedes Ding hat seinen Platz, aber das ist doch kein Aufräumtipp für Eltern, das gilt ja für alle. Nur bei den Erwachsenen wird es meistens ein bisschen schwieriger und da sind wir wieder bei dem Thema, leben Sie das vor. Wenn Ihre Erwachsenengegenstände nicht jedes Ding einen Platz hat, ja, dann sieht es bei Ihnen natürlich chaotisch aus und das, liebe Eltern, ist das, was die Kinder von Ihnen lernen. Wieso sollte das im Kinderzimmer anders sein als bei Ihnen? Denken Sie da mal drüber nach. Genau, und das waren die ersten drei Tipps. Und jetzt Tipp Nummer 4. In dem Zeitungsartikel Marie Kondos Aufräumtipps für Eltern. Und da musste ich tatsächlich lachen. Ich lese das mal kurz vor. Ich habe den hier nebenher aufgerufen. Nur etwas kaufen, wenn es dafür Platz gibt. Also, da saß ich wirklich da und dachte so, wow. Also, da hat es mir tatsächlich die Sprache verschlagen. Ich dachte dann, okay, jetzt lese ich mir mal die Erklärung dazu. Aber nein, da steht es tatsächlich nochmal genauso. Es hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren, wenn Sie nur Dinge kaufen, für die Sie auch Platz haben. Ach, und jetzt kommt mal mein absoluter Lifehack-Tipp. Teilweise können Sie diesen Tipp vergessen. Wenn Sie eine 10-jährige Tochter haben, die zwar ein kleines Kinderzimmer hat, aber um nichts auf der Welt gerade ihre Pferdesammlung weggeben möchte, und dann geht sie auf den Flohmarkt und sieht bei der Kollegin, Nachbarin, sonst was, oh, da gibt's für 20 Euro den riesengroßen Ponyhof. Der ist so groß, da kann ich nicht mal meine Arme ausbreiten. Ein riesen Monster-Trümmerteil. Und dann sagen sie, Kind, wo willst du das Ding jetzt noch hinstellen? Das ist doch der Tochter egal. Und dann steht halt nun mal für ein Vierteljahr oder wie lang auch immer vor dem Bett, unter dem Bett, wie auch immer, mitten im Kinderzimmer dieser Trümmer von Pferdebauernhof. Oder Pferdestall oder wie auch immer man dieses Teil heißt. Ganz beliebt auch so riesen. Hier Plastikspielzeug, ich nenne mal keine Namen. So Hotels, die sind exorbitant groß und da können Sie dann immer spielen, aber wo wollen Sie das denn hinräumen? Da müsste ich jetzt, also Platz haben wir keinen, da müsste ich meinen Kindern jetzt untersagen, ihr dürft er nicht nehmen. Jetzt wissen wir aber alle, Kinder sind so Saisonspieler.
Also sie wissen ganz genau, die kauft sich jetzt diesen Pferdehof und spätestens nächstes Jahr verkauft das Mädel ihren Pferdehof auf dem Flohmarkt, weil dann spielt die damit nicht mehr. Ja, alles gut. Ich meine, in dem Artikel wird auch noch gesagt, kaufen Sie jetzt nicht Babyfeuchttücher, Windeln und sonst was im Monstergroßpack, wenn Sie nicht den Platz für die Aufbewahrung haben. Gehe ich voll mit. Das betrifft aber auch wieder Ihren kompletten Wohnraum. Das betrifft wieder alles. Also wenn Sie wirklich sagen, na ja, ich kauf hier Vorräte und ich habe aber eigentlich gar keinen Platz für die Vorratshaltung, dann sind wir bei einem Punkt hier, die sieben Arten der Verschwendung. Ich blende mal dieses Video ein. Die sieben Arten der Verschwendung, Bestände, Lagerhaltung. Das spielt so hintenrum in diesen vierten Punkt rein. Kaufen Sie nur Spielzeug, wenn Sie den Platz dafür haben. Und das waren jetzt mal meine Gedanken zu diesem Zeitungsartikel. Ich werde schauen, dass ich den unten noch verlinken kann, dass Sie dann auf den Originalartikel zugreifen können. Und wenn Sie weitere Fragen dazu haben oder auch andere Artikel, wo Sie gerne wissen wollen, ja, Frau Ludwig, das ist zwar so toll und es klingt so super, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht oder stimmt es oder stelle ich mich jetzt nur doof an oder verstehe ich da irgendwas nicht? Was sagen Sie denn als Profi dazu? Schicken Sie mir gerne den Artikel. Meine E-Mail-Adresse ist die info@frauordnung.de und alle anderen Kommentare, Fragen, Wünsche können Sie gerne direkt unter das Video schreiben. Ich freue mich darüber und denken Sie immer daran. Der beste Tipp ist immer noch Vorleben. Bringen Sie den Kindern bei, dass ein ordentliches Zuhause einfach extrem viel entspannender ist als so ein Riesenchaoshaufen. Und dann funktioniert das schon. Da bin ich sehr überzeugt. Und wenn nicht, dann haben Sie immer noch mich. Sie können mich natürlich auch online buchen. Meine Kontaktdaten stehen alle auf meiner Webseite. Finden Sie den Link unten auch in der Videobeschreibung. Sie können mich online buchen. Sie können mich in Baden-Württemberg natürlich auch vor Ort buchen. Dann komme ich direkt zu Ihnen. Und ja, ich räume auch Kinderzimmer auf. Das allerdings meistens ohne die Eltern. Also so 10-Jährige, ich sage jetzt mal ab 6 Jahren. Räume ich tatsächlich mit Ihren Kindern alleine Ihr Kinderzimmer auf? Das funktioniert jetzt online tatsächlich nicht so gut. Da sollte ich dann schon vor Ort sein. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, wie man das hinkriegen kann. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß, einen schönen sonnigen Resttag und bis zum nächsten Video. Ihre Frau Ludwig.